So, und jetzt wird alles gut. Und leise. Es wird jetzt alles gut. Es wird alles hervorwiegend und wundi schön. Wahnsinn. Das ist ganz falsch. Das ist das Quer, was ich möchte. Putz. So, Nummer 1. Den haben wir gerade beide auf den geschossen. Putz. Putz. Hallo. Schade, ich kann nicht direkt in dein Gesicht schießen. Merkwürdig. Es tut mir total leid. Alter, ich habe mir das... Ich habe mir bei Netflix, weil ich jetzt irgendwie so ein bisschen nebenbei beim Spielen ein bisschen, ja, entweder Serien oder auch mal irgendwie so Comedy-Formate angeschaut, habe ich mir das von der Amy Schumer angeschaut, oder wie die heißt, dieses Leather-Special. Muss man schauen. Du hast auch Netflix, oder? Ja. Das ist echt ganz witzig. Die ist ja super ordinär, aber ist mir sehr sympathisch damit. Also Amy Schumer? Wirklich, Amy Schumer, genau. Die kennst du vom Sehen garantiert. Echt ganz, ganz witzige Dame. Ich bin ja großer Louis C.K. Fan. Würde ich auch sehr empfehlen. Hier ist dein Sicario. Ich sehe niemanden. Sagt mir gar nichts. Oh shit. Oh shit. Ich hab gesagt, dass wir da sind, aber sie wissen nicht, wo wir sind. Dann hast du ja auch nicht gesagt, dass wir da sind, sondern nur gesagt, dass wir da sind. So, jetzt, aber jetzt kann er auch nicht mehr sagen, dass wir da sind, weil der sagt gar nichts mehr. Ich habe aber hier Funksprüche bekommen von den Kollegen. Also irgendjemand weiß was. Nein, oh, gemein, oh. Ja, der Dave Chappelle hat ja auch irgendwie zwei Specials wieder nochmal neu gemacht und veröffentlicht. Glaube ich, auf Netflix habe ich irgendwas gesehen. Muss ich mir auch mal anschauen. Bei denen habe ich immer sehr gerne gesehen, hier die Chappelle Show. Das ist auch schon ewig her, ne? Cool. Ja, ist ewig, ja. Ist tatsächlich wirklich schon... Da habe ich noch in Berlin gewohnt. Kann das sein? Ich weiß nicht. Ja, das ist lange, lange her. Ach, warte mal, auf den einen Turm. Ich bin so tump! Von außen raus? Ich sterbe immer an derselben Stelle. Wie viel der Versuch ist das? Oh Gott, ich weiß nicht. Oh, heiliger Fehlefranz, vergib mir meine Schuld. Ich hatte die Wahl zwischen Livestream und Ghost in the Shell im Kino und ich habe mich nicht für dich entschieden. Bitte vergib mir im reuigen Sünder. Was? Ja, Ghost in the Shell war bestimmt nicht so gut, oder? Der hat ja nicht so, soll ja nicht so der Hammer sein. Er soll ganz okay sein, aber nicht so der Hammer. Ich lieg hier tot rum. Ja, aber ich bin voll am anderen Ende von der Anlage. Ich will mich respawnen einfach. Sag mal, sind die alle inzwischen jetzt rausgegangen aus der Basis? Hier ist ja gar keiner mehr drin. Ach doch, jetzt ist Aktion los. Jetzt geht's richtig los. So. Wir lassen das mal mit dem Tumba-Aktionscounter, das wird heute ausufern. Asche und kleine Schweinchen auf dein Haupt? Was sollen denn die kleinen Schweinchen auf dem Haupt? Wieso kleine Schweinchen? Das weiß ich nicht. Ist mir neu. Sir Dobby sagt, er fand den Film gut. Ja. Ja, der ist wohl auch, also er ist wohl ganz okay für unter den Bedingungen, aber er soll jetzt auch irgendwie kein Hammer sein. Aber es ist wohl kein kompletter Reinfall. Jetzt haben sie mich in dem Turm total unter Beschuss genommen. Ich bin in einem Gegner gespawnt und hatte natürlich den... Hö, wo bist denn du gespawnt? Ewig weit hinten. Ja, am Arsch der Heide. Aber hallo. Und vor allem, hier waren Gegner, ne? Das fand ich halt auch richtig sympathisch. Das ist schon komisch. Der Web-Outlaw folgt mir jetzt. Das finde ich sehr nett. 13 Follows heute, sehr cool. Lässt du dich auf Verbrechen ein? Mit dem Web-Outlaw. Hat schon einen der neuen Power. Der ändert bestimmt immer ganz heimlich die bevorzugte Suchmaschine. 924. Ich bin halt hier auf so einem scheiß Turm und voll unter Dauerbeschuss und ich kann nichts machen. Andererseits, du könntest theoretisch, während ich sie beschäftige, während alle Augen auf mich gerichtet sind, könntest du losgehen und sagen, hey, ich knipse jetzt alle anderen aus. Okay, ich muss nur kurz respawnen, sorry, ich muss dir gerade was einstellen. Warte mal, ich scanne derweil mal. Warte mal. Die Frage ist, wo ich jetzt wieder auftauche.
egal wo, es wird alles voller Gegner sein. Also hier ist jetzt wirklich alles... Setze Drohne. Wenn die wüssten, wie man Granaten richtig benutzt, hätten die den Turm jetzt schon weggesprengt, aber wissen sie zum Glück nicht. Hier war eben noch so ein Schniedel. Oh, scheiße. Sie wussten scheinbar doch, wie man in so ein Haus reingeht. Verdammt. Aber sie wussten dann nicht, was man dann weitermacht. Ach, du bist da im Türmchen. Von hinter dir kommt einer. Ich bin im Türmchen, ja. Da steht einer hinter dem Gebäude, aber der traut sich irgendwie nicht weiter. Und... Den habe ich. Da oben sind noch welche. Dieser ganze Maschinengewehrturm ist halt extrem voll. Könnten wir nicht mal Verstärkung reinrufen? Ruf doch mal Verstärkung rein. Ich habe gerade... die kommt zu dir hoch, Ja, ich sehe schon. Einen habe ich. Keiner tötet meinen Fritz. Wenn man jetzt hier so aus dem Fenster so raus... Granati! Aus dem Fenster so raus rappellen könnte. Der kommt also jetzt zu dir. Seil. Der kommt zu dir. Dave Rappel. Das ist auch so geil, wie bei Rainbow Six. Das sind auch so geile Worte, wo man sich... Heißt das Rappel? Rappel? Ich weiß es nicht. Rappel. Oder Rappu? Ist Rappu nicht so ein Billig-Hardware-Hersteller? Ich gehe jetzt aus dem Turm wieder raus. Ja, ich habe uns mal Rebellen geholt. Sehr gut. Ja, ja, Mutti Gabudu. Oha. Okay, also die in dem blöden Turm sind halt immer noch ganz schön doof. Alter. Warte mal, für sowas haben wir doch sowas. Weißt du, was wir dafür haben? Eine Sprengdrohne oder was? Yes. Die Sprengdrohne. Putz. So, daraufhin sagt sie, leck mich doch am Arsch. Meine stehen die Rebellen gesagt, hier dumm rum. Mein Typ hat gesagt, ach fuck. Aber hier sind Rebellen, die man befreien kann. Bin nicht ganz sicher, warum ich immer dieses Lied aus der Werbung singe, wenn es um die Drohne geht. Ist das dieses Traubenlied? Von diesem Traum. Das ist aber. Nee, das ist noch anders. Ja, wie geht dir das nochmal? Nee, meins ist aus dieser, ich glaube, das ist Miracoli oder so. Der Tango ist hin. Weißt du, la la la. Federico! Miracoli ist fertig. Gibt's auch nicht mehr, ne? Alles. Die Werbung? Miracoli gibt's noch. Ja, also Miracoli gibt's noch, aber diese geile Werbung gibt's halt nicht mehr. Müssen wir aufpassen, ne? Das ist nicht, dass jetzt jemand glaubt, wir würden hier Werbung für Miracoli machen. Geschlichenerweise. Wenn ich Werbung für Miracoli mache, dann will ich auch Geld dafür haben. Neue Maschinenpistole. Werde ich garantiert nie benutzen. Was hast du die denn gefunden? Die lag hier in dem Haus drin. Was? Das möchte ich auch haben. Oh oh. Da kommt jetzt gleich noch einer. Ach, da hinten, ja. Wo ist denn hier der böse Stinker? Hier schießen uns hier unsere ganzen niedlichen Rebellen. Okay, den hier vorne habe ich. Ah, shit, jetzt hat er mich voll hier vorne erwischt. Kannst du mich mal kurz mit der Drohne... Yep, ich muss die nur gerade umbauen, dass ich... Die Sprengdrohne ist wahrscheinlich nicht so gut, ne? Naja, dann bin ich wenigstens in kleinen handlichen Teilen, die man dann an meine Familie zurückschicken kann. Da hat quasi jedes Familienmitglied was von mir. Ich hab uns mal ein Auto bestellt. Ich dachte, das wäre klug. Oh, wie süß. Hier hat sich einer so zwischen Geländer und Metall, Stahlpfeiler versteckt. Und hat gehofft, ich würde ihn nicht sehen. Hast du ihn trotzdem gesehen? Ich habe ihn gesehen und ihn erschossen. Das ist so niedlich von ihm. Das war so ganz süß. Das ist so ein süßer. So, ich schalte mal hier die Luftabwehr aus. Mit C4? Ach, scheiße.
Entschuldigung, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Warte mal, vielleicht geht's aber trotzdem. Mein du kannst drauf schießen. Plan. Warte mal. Boing! Ich stand da. Hier ist noch. Oh, hab ich dich. Nee, ich war sehr in der Nähe, ja, aber nicht so schlimm. Hier ist noch ein Orden. Noch Erfahrungspunkte, also hier Skillpunkte. 100 Funkausrüstung ist jetzt auch nicht so Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Jetzt kommen auch noch Hubschrauber. Wo hast du denn den Orden noch gesehen? Der müsste hier bei mir irgendwo sein. Wo ist denn der? Ach, da oben. Ach, hier ist er. Ja. Wo ist denn der blöde Geier? Da ist immer noch ein Scharfschütze auf dem blöden Turm. Oh, das ist ja so ein geiler Treffer gewesen, oder? Oh, das war zu hoch. Okay, ich muss weiter vorhalten. Ah! Den kann man auch leveln, ne? So, der ist weg. Wen kann man leveln? Den Granatwerfer, dass man mehr Munition hat, ne? Echt? Okay, cool. Ja, aber dafür brauchen wir wieder was wir gerade nicht haben. Kann man eigentlich... Der Hubschrauber oben, der macht irgendwie gerade nichts, ne? Dann würde ich jetzt mal die Anlage hier zerstören. Auf jeden Fall. Damit wir endlich mal weiterkommen. Aber da kann man vorher noch Ressourcen rausklauen. Wahrscheinlich. Das Geile ist, weißt du, was wir hätten machen können? Warte mal, gehen wir da weg, das ist ein Sprengfass. Mit dem Mörser? Wir hätten wahrscheinlich einfach mit der scheiß Drohne reinfliegen können. Ja, logisch, klar. Gesprengt und dann uns hätte niemand gesehen. Man hätte sagen können, wir wären wie könnte man das sagen? Wir wären so wie Geister gewesen, weißt du? Also, wie so eine Geistereinheit wären wir gewesen. Das wäre krass. Aber andererseits, wer denkt sich denn sowas aus? Das ist Quatsch. So nennt einen ja auch keiner. Hier ist noch irgendeine Ressource. Sie hätten gesagt, wir wären wie die unsichtbaren Raccoons gewesen. Man sieht immer nur ihre Sprengüberbleibsel fallen. Wir haben gesagt, Raccoons, das sind nett. Ein bisschen nette Gesellschaft hier. Ist doch. Führen Sie die Damen rein. Kein Problem. Oh, Simon Vicker ist gerade. Das ist ja witzig. Ja, ich habe heimlich, ohne es anderen Menschen zu sagen, noch einen anderen Bot in den Channel gepackt. Der was macht heimlich, der? Der vergibt den Leuten Punkte fürs Dasein und fürs Chatten. Okay. Und das ist halt ganz geil, das habe ich bei den Nerdstars gesehen, das finde ich ganz nett, weil sonst ist es immer doof, wenn man was verlosen will. Hallo Biotonne of Death Robert, das ist ein schöner Nickname. Und dann kann man sagen, okay, ich habe hier diesen Key für, hier ist Superhot oder so. Ich fahre. Wenn ihr den haben wollt, dann, gebt Giveaway einfach ein und dann können die Leute teilnehmen. Das kostet dann diese, oh, da kommt Medizin angefahren, lass das gerade mal machen. Das ist direkt hier bei uns, das ist kein Umweg. Entschuldigung bitte, jetzt nochmal. Also was, dann kriegen ja, du die kannst Leute auf Punkte jeden Fall, fürs Chatten? Die Leute können dann die Punkte dafür ausgeben, dass sie an diesem Giveaway teilnehmen. Und das finde ich einfach ganz nett, weil das dann für die Leute, die regelmäßig da sind, die haben dann einfach höhere Chancen, was zu kriegen. Das finde ich halt fair. Ja. Das findest du richtig. So, jetzt leg los. Die tun mir ja ganz schön weh. Wow! Ich bin fast tot. Jetzt bin ich tot. Ah, du schaffst es schon. Ich hänge hier tot oben in deinem. Ich kann da nicht viel machen. Außer Passanten überfahren, wollte gerade sagen. Ah, sehr gut, der ist jetzt. Aber ansonsten. Boah, vorsichtig, die zersägen dich, aber. Jetzt ist er. Oh, die haben. Ach, scheiße, hinter uns war ja auch noch einer. Den habe ich nicht gesehen, der hinter uns war. Aber ganz schön schwächlich der Dings, ne? Die Minigun ist irgendwie schwächlich. Die ist komisch, also die kriegt auch Autos nicht kaputt, aber das kann man auch leveln, ne? Man kann leveln, dass man mehr Schaden macht. Das ist ein bisschen doof, weil ich hätte die Medizin so gerne. Ich brauchte die für irgendwas.
Ah, jetzt ist es Öl, okay. Hier rechts wäre ein Heli und eine Zubehörkiste. Ich lade noch bei mir, warte mal kurz. Okay, ich laufe da schon mal in die Richtung, ist nicht so weit. Still loading. Loading for Odin. From the boat. Moment, ich fahre. Das lebt denn ja zu lange aus. Lal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 
Ja, sorry, das war gerade, hatte ich gerade gesehen. Ich weiß gar nicht, achso, wir, haben wir irgendwie die Nebenmission geschafft? Nee, da sind wir ja gestorben, ne? Dann fliegen wir jetzt hier zu dem Einsatz. Hier wäre der, ja. Da mussten wir unbedingt auch mit dem Hubschrauber hin, ne? Das sind, weiß ich nicht, 30 Meter. Wir müssen den Energy Drink vernichten. Oh, können wir vorher noch den Medikamenten-Hubschrauber klauen? Das ist das Schaffen. Ja, wenn du den markierst, dann. Ja, habe ich jetzt. Das ist direkt auf dem Weg. Na los, dann. Bin in dieser Session verhältnismäßig wenig Hubschrauber geflogen, ne? Das stimmt. Es geht eigentlich mal so gar nicht. Oh, scheiße. Ja, die sollten uns nicht sehen. Ja, warte, ich fliege ein bisschen weg. Irgendwie haben sie es auch nicht geschnallt, dass wir da sind. Warte, ich setze uns mal hier oben auf diesem Felsen da oben ab. Der Pilot hat. Ach, scheiße, der Leutnant wird schon abhauen. Nein, Medizin. Können wir den noch vom Himmel schießen? Dann kriegt ihn niemand. Wenn wir ihn nicht kriegen, kriegt ihn niemand. Ich kann dir sprengen. Die Medikamente darf niemand haben. Rammst du ihn? Ich wollte mich auf ihn raufsetzen. Warte mal, ich guck mal, ob ich meine. Ich jag meine Sprengdrohne rein. Oh nein, die ist direkt kaputt gegangen. Warte. Ach, das waren wir! What the fuck, was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt gewesen? Hast du den falschen Hubschrauber abgeschossen? Ich hab die Drohne rausgeworfen. Bin zu dem Heli geflogen, also hab den Heli gesehen, bin reingeflogen, hab die Drohne in dem Heli explodieren lassen und dann sind wir komischerweise vom Himmel gefallen. Oh man. Aber erstaunlich, dass das Ding überhaupt rausgegangen ist. Aber guck mal, jetzt ist der Medikament. Jetzt hat Hopsi wieder einen Euro gespendet und sagt, ich war es nicht. Aber das war jetzt die echte Hopsi. Also das könnt ihr gerne so, das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich wollte gerade sagen, der Franz, der wird da reich mit, wenn er solche Spielchen treibt. So, und jetzt mal vorsichtig hier aus Chacarinon. Das ist doch der Heli. Ja, okay. Naja, ist der Heli. Das ist ja auch schnell gemacht. The Real Suicide Squad, ja. Außerdem sind die auch. Der ist auch so hübsch. Ich finde, diese Rettungshubschrauber sind immer so hübsch bemalt. Oh Mann, so. Ey. Das ist nicht der. Der hat einen Cowboy-Hut. Ich sehe noch nicht den. Siehst du schon den Piloten? Der hat Kopfhörer auf. Man braucht den Leutnant, ne? Der ist das. Nee, der Kollege hier, der hat Kopfhörer auf. Der hier, ne? Der auf der 1, genau. Den Leutnant sucht man immer. Ist das der Leutnant? Ja, also ist, ja. Willst du den machen oder sollen wir beide auf den schießen? Und dann knipst du mal kurz alle anderen weg, oder? Ich leg mich mal schnell auf den anderen Felsen hier drüben. Da komme ich nicht hoch, scheiße. Hallo Flo. So, also, ich könnte die 2 ausschalten. Ja, also ich sehe, glaube ich, alle. Dann machen wir den Piloten, oder? Bist du auf einem drauf? Ja, ich bin auf der 2 und danach den Experten hier. Dann 3, 2, 1. Ziel eliminiert. Ich glaub, der Kollege da hinten hat gar nicht gemerkt, was los ist. Ja, ich wollte gerade sagen, das haben die gar nicht gemerkt, alle. Geschafft, alle noch ganz. Warum sollen wir denn hier aufräumen? Meiner hat gerade gesagt, räumen wir auf und dann weiter. Ey, schau mal bitte, hallo? Hä? Was macht denn der Hubschrauber da oben? Guck mal. Siehst du das? Ja, der ist so einfach gelandet. Hä? Aber Loki nicht. Hopsi, das tut mir leid, dass da jemand. Also, da kann ich leider auch nichts machen. Man kann da ja als Namen eingeben, was man möchte. Das ist ja komisch. Was ist denn das? Was ist denn das jetzt mit dem Hubschrauber dann? Na, ist egal. Oh. Sehr gut. Naja, wenn der da gelandet ist, dann soll er da mal gelandet bleiben. Komisch.
Very, very strange. Alter, 114 Leute, was ist denn jetzt los? Ach ja, 9 Uhr ist immer Stoßzeit. Sehr, sehr cool. Todas las unidades. Oh, ich hatte gerade einen akuten Anfall von Müdigkeit. Kennst du das? Na, ich auch, ganz schlimm. Wo ich so viel geschlafen habe heute, verstehe ich. Das ist wahrscheinlich überschlafen. Ich habe mich kaputt geschlafen. Musst du in die Haie gehen. Was steht denn an die Woche für dich so? Obwohl, ach, weißt du was? Erzähl mir das in der nächsten Folge. Okay. Denn in der nächsten Folge werden wir auch landen. Das wird mega geil werden. Liebe also, Kinder. Bis dann. Bis gleich, ne? Ciao.